Überlegen streicht sie Strähnen ins Gesicht von ihren Haaren. Die Bewegung zeichnet jenen seichten Lichtfall auf das Laken wie die Kontur, die nur der puren Form zu spotten braucht. Viel zu schön, um hinzusehen, doch um wegzusehen auch. Die pseudo-alten Flicken und die angenähten Patches, die angemalten Lippen und die angeklebten Lashes von den Haarspitzen zu den Lackschuhen oder zu den Air Max, zum überreizten Dispo, zum überschminkten Herpes. Dann, wenn Chayas in Papaya-Chucks, Pali-Schal und Parker fast die Farbe aus dem Klarlack platzt, man schabernackt Palaver macht, Champagner trinkt in Badesachen, halbnackt auf der Party, wie ich in meiner Insta-Story, wenn ich gerade Massage hab, 2000 Likes am Nachmittag, ein Brunnen der Schokolade macht, Sahne, Trüffel, Prada, Tasch, weiß nicht, was du erwartet hast, mein Selbstbild und ich, bezahlte Partnerschaft. Also auf Instagram, da geht sowas, da muss man nicht echt sein. Aber im wahren Leben, wo weiß man im wahren Leben denn noch, was wirklich echt ist?